Hallo, ich bin Sven Schulze, dein Schmerzspezialist. Und in dieser Videoserie zeige ich dir, wie du deine Muskulatur entspannst und deinen Bewegungsumfang erweiterst. Zwei Grundvoraussetzungen für deine schmerzfreie Beweglichkeit im Alltag. Lass uns starten. So ein handelsüblicher Tennisball ist ein super Mittel für Triggerpunkte, also für Hartspannpunkte in der Muskulatur, die vielleicht auch eine gewisse Ausstrahlungscharakteristik haben. Du kennst das vielleicht näher der Wirbelsäule, ganz oft im Bereich der Schulterblätter. Hast du Punkte, die wirklich bis in den Kopf hochziehen oder in den Rücken runterziehen oder bis in den Arm reinziehen? Das sind sogenannte Triggerpunkte. Die kannst du mit einer Akupressur gezielt lösen. Dafür reicht so ein Tennisball. Du kannst natürlich auch einen Faszienball oder irgendetwas anderes nehmen. Es muss aber hart sein und relativ punktuell einsetzbar. Also es darf nicht zu groß sein und nicht zu weich, dass du es eindrückst, weil du brauchst einen gewissen Druckpunkt. Am geeignetsten ist es, um seitlich neben der Wirbelsäule, meistens Bereich Brustwirbelsäule, Schulter-Nackenbereich, Punkte zu lösen. Kannst das aber auch an jeder anderen Stelle einsetzen. Du nimmst den einfach und im Bereich der Brustwirbelsäule legst du dir den einfach seitlich unter die Wirbelsäule, nie auf die Dornfortsätze, weil das würde zu sehr wehtun. Suchst dir einen Punkt, wo du merkst, hau, okay, da ist richtig Zug drin, da tut es auch weh, und legst dich mit so viel Körpergewicht da rein, dass du diesen Druckpunkt aushältst. Wichtig ist, dass du den wirklich so eine Minute oder länger aushältst. Wenn du da nur 10 Sekunden drauf legst, wirst du keinen Hartspannpunkt lösen können. Das heißt also Zeit vor Intensität. Und dann bleibst du da 45 Sekunden, eine Minute, am besten so lange drauf, bis du wirklich merkst, dass der Stress, der von diesem Punkt ausgeht, also die Schmerzcharakteristik sich auflöst, also am besten Fall komplett weggeht oder zumindest sich stark reduziert. So lange bleibst du in diesem Punkt drin und dann nimmst du den Ball und gehst in den nächsten Punkt rein. Du kannst ihn auch wirklich nehmen, um aktiv Vorderseite, zum Beispiel Brustkorb, Brustfaszie, da auch Punkte zu suchen, drauf zu drücken und mit dem gleichen Prinzip zu lösen. Also im Punkt in der Brustfaszie, in der Brustmuskulatur drin bleiben und so lange warten, bis du merkst, dieser Punkt wird weniger von der Schmerzintensität her. Und so könntest du auch jeden anderen Bereich, Oberschenkel, Rückseite, seitliche Oberschenkel, wobei da die große Faszienrolle wahrscheinlich ein bisschen effektiver ist. Aber du könntest auch mit einem Tennisball, könntest du auch abgehen. Und desto mehr du das Gespür hast, desto mehr Punkte du findest, die hart und verspannt sind, desto öfters darfst du da rangehen und sich diesen Punkten widmen. Gerne täglich und gerne auch, wenn du es schaffst, mehrmals am Tag. So, und jetzt bist du dran. Viel Spaß beim Üben.